Wir haben noch was Kleines Lustiges zum Abend. Wirklich nur eine ganz, ganz glitzekleine Meldung für zwischendurch. Denn ich habe gerade noch eine Nachricht gelesen, da habe ich gedacht, holla die Waldfee, das ist Absurdistan in einer Nussschale. Besser kann man den Irrsinn in diesem Land nicht zusammenfassen. Beschert hat es uns die BZ, aber es haben auch andere Berliner Medien darüber berichtet. Ich glaube, der Kurier hat auch was zugemacht. Denn es geht um eine lokalpolitische Posse, wenn man das so nennen kann. Ja, ganz so lokalpolitisch ist es dann doch nicht, denn es dreht sich um das Land Berlin, immerhin 3,5 Millionen Einwohner, eine gesamte Verwaltung, ein Riesenparlament, was da durchgeschliffen wird, und den ein oder anderen Senatoren. Unter anderem die Bildungssenatorin, die Astrid Sabine Busse. Bis ich mir den Namen gemerkt habe, da sind schon zwei Busse vorbeigefahren. Nee, kleiner Scherz. Es gibt nämlich eine Tattoo-Posse nun in Berlin. Wer in Berlin Lehrer werden möchte, wer also die Uni abgeschlossen hat, Lehramt studiert hat und ein Referendariat antreten möchte, der musste bis vor kurzem einen, nennen wir es mal, dubiosen Fragebogen ausfüllen. Er wurde nämlich gefragt von der Bildungsverwaltung, ob und was er für Tattoos besitzt und an welchen Stellen die sind, beziehungsweise welche persönliche Bedeutung die mit sich bringen. Heißt also, wenn da jemand von euch ein Tattoo irgendwo zwischen den Beinen oder so hatte, das war alles mit aufgenommen, dann muss das angegeben werden, die Position muss angegeben werden und ihr müsst genau die persönliche Bedeutung dafür schildern. Und das Ganze wird zusätzlich auch noch vom Amtsarzt überprüft. Also herzlichen Glückwunsch, das ist ja wirklich, also das kann man doch nicht mehr ernst nehmen. Es geht ja darum, extremistische Strukturen auszuhebeln. Die Gewerkschaft für Bildung und Erziehung, die GEW, hat relativ stark interveniert, hat mitgeteilt, also so geht es ja nun nicht. Das ist eine rechtswidrige Gewissensprüfung per Hautscreening oder so haben sie es bezeichnet. Also die fanden diesen Eingriff in die Privatsphäre jetzt nicht ganz so gut. Und ich glaube, da schließen wir uns auch alle an, denn es ist doch wirklich schizophren, was da abgeht. Berlin laufen die Lehrer weg. Man findet kaum noch irgendwo Nachwuchs. Und die, die in Berlin das Lehramt studiert haben, die wandern meistens ab in andere Bundesländer. Und was macht Berlin? Ja, nun haben sie schon Quereinsteiger angelockt. Wer da irgendwie so einen kleinen Wochenendkurs gemacht hat, ist auf die Schüler losgelassen worden. Und dann kam so ein bisschen die Idee auf, wir könnten ja mal wieder welche verbeamten, dann ist es vielleicht ein bisschen attraktiver. Die müssen uns aber vorher ihr ganzes Privatleben offenlegen. Die liebe Frau Busse fürchte, dass ja sonst rechtsextremistische Tattoos oder gewaltverherrlichende Tattoos durchrutschen können. Ja, linksextremistische und religiös-extremistische sind offenbar kein Problem. Also auch hier wieder, liebe Frau Busse, entweder ganz oder gar nicht. Aber mittlerweile ist dieses Prüfungsverfahren sowieso zurückgenommen worden fürs Erste. Aber erst nach akutem öffentlichen Protest. Da hat selbst liebe Astrid Sabine mitgeteilt, als angehende Lehrerin wäre sie da auch gelinde gesagt ein bisschen irritiert gewesen, wenn sie das jemand gefragt hätte. Und ein bisschen irritiert ist ja jetzt noch freundlich ausgedrückt. Ich glaube, da muss man auch nicht drüber reden, dass natürlich im Staatsdienst, besonders als Beamter, der auf Minderjährige, auf Schüler losgelassen wird, ein gewisses, wie soll man das bezeichnen, eine gewisse Zurückhaltung bei öffentlich zur Schau getragenen Symboliken sein sollte. Heißt, was jemand für Tattoos an unsichtbaren Stellen hat, geht erstmal niemandem irgendwas an. Die Sachen, die sichtbar sind, was weiß ich, irgendwo im Gesicht oder so, hoffe ich jetzt nicht für Lehrer, aber irgendwas, was sichtbar ist, das sollte gewisse Kriterien erfüllen. Das sollte irgendwas möglichst Neutrales sein. Nichts Religiöses, nichts, was irgendwo, naja, dem Neutralitätsgebot entgegensteht. Ich denke, das sollte eigentlich auch herrschender Konsens sein, dass man da jetzt vielleicht nicht im Gesicht irgendwo, ist ja auch wurscht. Aber Sachen, die nicht sichtbar sind, ja, die gehen nun verdammt nochmal niemandem irgendetwas an. Aber da sieht man wieder diesen politischen Wahn. Da hat man offensichtlich Angst von Seiten der Bildungssenatorin, es könnte ja jemand nur noch böses, böses, rechtes Tattoo zwischen den Beinen haben und dann muss der Amtsarzt mal drüber gucken. Ob das überhaupt jemals vorgekommen ist, das bleibt völlig offen. Ob es da irgendeinen Bedarf für gibt, so einen Irrsinn durchzuführen, das bleibt genauso offen. Aber es ist natürlich ein massiver Eingriff in die Persönlichkeit, in die Privatsphäre, in die Persönlichkeitsrechte eines jeden. Und da ist es eigentlich traurig, dass erst die Gewerkschaft für Bildung und Erziehung da entsprechend intervenieren muss. Da hätte eigentlich die Dame vorher drauf kommen können. Sie hat das damit gerechtfertigt, ja, unser Haus macht das jetzt erstmal nicht. Das hat die Fachabteilung der Bildungsverwaltung so eingeführt, weil das in anderen Behörden so üblich ist. Aber sie sieht ja ein, dass da ein neues System entwickelt werden muss. Und deswegen kann man, will sich nicht an den anderen Behörden orientieren. Also ich weiß nicht, ob ich was verpasst habe, aber mir fällt ehrlich gesagt keine Behörde ein in Absurdistan, die abfragt, was Leute für Tattoos an intimen Stellen haben und was die für eine persönliche Bedeutung haben. Das geht auch keine Behörde was an, das ist auch völlig irrelevant für irgendeine Berufsausübung. Wie gesagt, sichtbare Sachen, absolut geschenkt, na klar, das darf bei einem Lehrer entweder gar nicht vorhanden sein oder so neutral, so abgedeckt, dass es die Schüler nicht weiter tangiert, dass da nicht irgendwas dem Neutralitätsgebot entsprechend im Wege steht. Aber hier geht es nun um persönlichste, um intimste Sachen und da hat auch keine Bildungsverwaltung darum zu fragen. Also wo kommen wir denn hin? Das kann man sich nicht ausdenken, das ist Berlinistan in einer Nussschale, das ist wirklich, das ist
Nee, das ist halt Absurdistan. Zeig mir bitte ein anderes Land auf diesem Planeten, das von seinen angehenden Lehrern verlangt, dass es Intimtattoos nach, ja, fast schon eine Interpretation, eine Abhandlung über die Intimtattoos verfasst. Ja, warten wir mal ab, wie nun das neue System aussieht. Aber da braucht man sich dann nicht wundern, wenn in diesem Staat, wenn dieser Regierung die Leute weglaufen. Und jetzt fürchte ich fast, dass dafür auch noch hunderttausende Euro Steuergelder rausgeknallt wurden. Dafür, dass ein Fragebogen erstellt wurde, in dem drin steht, dass ihr gefälligst darüber aufzuklären habt, warum ihr euch wo welches Tattoo abstechen lassen. Also, damit entlasse ich euch erstmal in den weiteren Verlauf des Abends. Und ihr wisst, ich bin absolut selber kein Fan von Tattoos, das noch so als kleine Ergänzung. Würde ich mir nie machen lassen, finde ich nicht schön, finde ich nicht ästhetisch, aber wenn es jemandem gefällt, dann ist das die Entscheidung einer jeden Person für sich und was er sich wohin tätowieren lässt, geht auch genauso niemanden irgendeinen feuchten Kehricht an. Solange es eben nicht in gewissen Neutralitätsgeboten im Staatsdienst, was jetzt mit Minderjährigen, Umgang mit Minderjährigen und so angeht, entgegensteht, logisch. Aber was ihr euch an Fuß oder sonst wohin machen lasst oder an Arsch, das ist eure Sache. Und wenn ihr euch zwei Arschgeweihe übereinander tätowieren lassen wollt, ist absolut eure Sache. Wenn es euch gefällt, dann fühlt euch frei. Das geht eine Bildungsverwaltung absolut nichts an. Da sieht man aber einmal mehr, Berlinistan ist letztlich auch nichts anderes als eine große Provinz. Denn das ist eine absolute Provinzposse. Ich warte mal da. Ist er Flurry, der nervt eine Juna und das ist eine Juna, die nervt mich so ein bisschen. Wir nerven uns also gerade alle gegenseitig. Nee, wir nerven uns natürlich nicht, kleiner Scherz. So, jetzt schlaft erstmal alle gut, lest euch die Provinzposse gerne nochmal durch. Ich habe echt gedacht, das wäre vom 1. April irgendwie, aber nee, das meinen die ernst. Und dann leidet dann auch dieser Zusatz, dass der Amtsarzt das bestätigen sollte. Also es geht, nee, es macht fassungslos. Man sitzt wirklich nur da und grinst und da sind dann auch irgendwo alle Fragen beantwortet. Da wundert man sich dann nicht, warum Berlinistan keine Lehrer findet. Qualifikation, scheiß drauf. Hauptsache, ihr habt kein Arschgeweih, was, keine Ahnung, ist ja auch egal. Naja, bis später dann. Wir sehen uns dann hoffentlich zu ernsteren. Wobei, was Lustiges ist ja ganz gut. Aber wir sehen uns dann trotzdem später zu ernsteren Themen wieder.